Infinix Hot 10 oder Poco M3, das fragen sich viele von euch. Wenn ihr zwischen den beiden Smartphones schwankt, hilft euch dieses Video. Ich vergleiche die Unterschiede der Merkmale von beiden Smartphones in den Kategorien Design, Bildschirm, Leistung, Kameras, Audio, Akku und Eigenschaften. Am Ende des Videos gibt es ein Gesamtergebnis. Schaut euch auf jeden Fall auch die Erfahrungsberichte auf Amazon an. Ich habe euch beide Geräte unter dem Video verlinkt. Design. Im Bereich Design kommen beide Geräte auf 46 Punkte. Bei folgenden Merkmalen ist das Infinix Hot 10 überlegen: 3 Gramm leichter, 0,7 mm dünner und 1,9% geringeres Volumen. Das Poco M3 ist in folgenden Punkten überlegen: 0,3 mm schmaler und 8,8 mm kürzer. Bildschirm. In der Kategorie Bildschirm gewinnt das Poco M3 sehr knapp mit 48 zu 46 Punkten. Es kann hier durch folgende Vorteile überzeugen: 50% höhere Pixeldichte, 2,1-fach höhere Auflösung und besitzt bruch- und kratzfestes Glas. Das Infinix Hot 10 hat auch etwas vorzuweisen und hat folgende Vorteile: 3,8% größere Bildschirmgröße und hat Saphirglas-Display. Leistung. Bei der Kategorie Leistung gewinnt das Infinix Hot 10 eindeutig mit 81 zu 60 Punkten. Es kann hier durch folgende Vorteile überzeugen: hat dynamische Frequenzskalierung, hat AES, hat Trustzone, 4,9% höheres Benchmark-Ergebnis, 4W niedrigere TDP, Thermal Design Power und 220 MHz schnellere GPU mit Turbo-Speed. Das Poco M3 kann auch punkten und hat folgende Vorteile: 7% schnellerer Prozessortakt, 1 Nanometer kleinere Halbleitergröße und 66 MHz höhere Arbeitsspeichergeschwindigkeit. Kameras. In der Kategorie Kameras ist das Poco M3 mit 62 zu 60 Punkten sehr knapp vorne. Es sticht hier durch folgende Vorteile heraus: 2,6-fach mehr Megapixel der Hauptkamera, schnellerer Fotoautofokus durch Phasendetektion bei Fotos, unterstützt Serienbilder und es hat eine Doppelobjektivkamera. Das Infinix Hot 10 hat auch seine Stärken und hat folgende Vorteile: 2 Blitz-LEDs mehr, hat einen vorderseitigen LED-Blitz und es bietet eine manuelle Einstellung des Verstärkungswertes. Audio. In der Kategorie Audio gewinnt das Poco M3 eindeutig mit 87 zu 56 Punkten. Es kann hier durch folgende Vorteile überzeugen: hat eingebaute Stereo-Lautsprecher und ein Mikrofon mehr. Akku. In der Kategorie Akku gewinnt das Poco M3 eindeutig mit 81 zu 50 Punkten. Es sticht hier durch folgende Vorteile heraus: 15,4% mehr Akkuleistung, unterstützt schnelles Laden und kann andere Geräte kabellos aufladen, Reverse Wireless Charging. Eigenschaften. Im Bereich Eigenschaften gewinnt das Poco M3 haarscharf mit 72 zu 71 Punkten. Es kann hier durch folgende Vorteile überzeugen: 9,2-fach schnellere Downloads, 26-fach schnellere Uploads und hat einen Infrarotsensor. Das Infinix Hot 10 hat auch seine Stärke mit folgenden Vorteil: hat ein Gyroskop. Ergebnis. Das Poco M3 liegt in der Gesamtwertung mit 62 deutlich vor dem Infinix Hot 10 mit 54 Punkten. Für aktuelle Preise und Erfahrungsberichte auf Amazon könnt ihr einfach auf den Link in der Beschreibung unter dem Video klicken. Wenn euch dieser Vergleich auf Basis von Produktmerkmalen gefallen hat, gebt mir gerne einen Daumen hoch. Wenn euch etwas fehlt oder sich ein Fehler eingeschlichen hat, schreibt es mir bitte in die Kommentare. Schreibt auch unbedingt, für welches Handy ihr euch entschieden habt. Ich freue mich über jeden Like. Um über neue Vergleiche informiert zu werden, abonniert jetzt meinen Kanal und aktiviert die Glocke.